Das geraubte Rennpferd. Tja, ich fürchte, Watson, ich werde doch fahren müssen. Fahren? Wohin? Nach Dartmoor. Genauer gesagt nach King's Pyland. Ich war nicht überrascht. Eigentlich wunderte es mich nur, dass er nicht schon längst in diesen außergewöhnlichen Fall verwickelt war, der ganz England in Atem hielt. Von den Problemen, die derzeit die Öffentlichkeit beschäftigten, gab es nur eines, das seine analytischen Fähigkeiten herausfordern konnte. Und zwar das eigenartige Verschwinden des Favoriten für den Wessex Cup und der tragische Mord an dessen Trainer. Als er daher seine Absicht ankündigte, sich zum Schauplatz des Dramas zu begeben, war ich darauf bereits vorbereitet. Ich wäre überglücklich, Sie begleiten zu dürfen. Natürlich nur, wenn ich Ihnen nicht im Weg bin. Mein lieber Watson, ganz im Gegenteil. Sie würden mir einen großen Gefallen erweisen, wenn Sie mitkämen. Und ich bin mir sicher, Sie werden Ihre Zeit nicht vergeuden. Es gibt Umstände, die diesen Fall zu einem absolut einzigartigen zu machen versprechen. Aber wir müssen uns beeilen, wenn wir unseren Zug noch erreichen wollen. Ich werde während der Reise ausführlicher auf die Angelegenheit eingehen. Ach ja, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihren ausgezeichneten Feldstecher mitnehmen. Und so befanden wir uns eine gute halbe Stunde später auf dem Weg nach Essex. Wir saßen in unserem Erste-Klasse-Abteil, wo Holmes rasch ein Bündel neuer Zeitungen durchblätterte. Wir hatten Reading weit hinter uns gelassen, als er die letzte unter den Sitz schob und mir eine Zigarette anbot. Wir kommen gut voran. Unsere Geschwindigkeit beträgt derzeit 53,5 Meilen pro Stunde. Ach wirklich? Nun, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die Viertelmeilenpfosten zu zählen. Ich auch nicht. Aber die Telegrafenmasten entlang dieser Strecke stehen im Abstand von 60 Yards. Die Berechnung ist also ganz einfach. Aber kommen wir zum Thema. Ich nehme an, Sie haben sich schon mit dem Mord an John Straker und dem Verschwinden von Silver Blaze beschäftigt. Nun ja, ich habe gelesen, was der Telegraph und der Chronicle geschrieben haben. Es ist einer jener Fälle, wo der Ermittler seine Kunst eher daran verwenden sollte, die Einzelheiten zu überprüfen, anstatt mit allen Mitteln Beweismaterial gegen den vermeintlichen Täter zu beschaffen. Die Tragödie ist so ungewöhnlich und von so immenser Tragweite, dass wir unter einer Überfülle von Vermutungen, Annahmen und Hypothesen leiden. Die Schwierigkeit besteht darin, die Tatsachen, und zwar nur die absoluten, unleugbaren Tatsachen, von den Ausschmückungen der Theoretiker zu trennen. Stehen wir danach auf einer soliden Grundlage, müssen wir schauen, welche Schlüsse sich ziehen lassen und welches die Besonderheiten sind, die uns zur Lösung des Rätsels verhelfen können. Also, am Dienstagabend erhielt ich sowohl von Colonel Ross, dem Besitzer des Pferdes, als auch von Inspektor Lestrade, der sich mit dem Fall befasst, Telegramme, in denen ich um meine Mitarbeit gebeten wurde. Dienstagabend? Und jetzt haben wir Donnerstagvormittag. Ja, warum sind Sie denn nicht schon gestern hingefahren? Weil ich einen Fehler gemacht habe, mein lieber Watson. Etwas, das durchaus häufiger vorkommt, als jemand annehmen würde, der mich nur durch Ihre Berichte kennt. Ich konnte nicht glauben, dass es möglich sei, das bemerkenswerteste Pferd Englands lange zu verbergen. Zumal in einer so spärlich besiedelten Gegend wie dem nördlichen Dartmoor. Daher habe ich gestern stündlich mit der Nachricht gerechnet, es sei gefunden worden. Als aber der Tag ereignislos verstrich und ich erkannte, dass man außer der Verhaftung des jungen Fitzroy Simpson nichts erreicht hatte, wusste ich, dass es an der Zeit war, tätig zu werden. Und doch habe ich in mancherlei Hinsicht das Gefühl, der gestrige Tag war nicht vergeudet. Also haben Sie bereits eine Theorie? Zumindest kenne ich die wesentlichen Tatsachen des Falles. Ich werde sie Ihnen aufzählen, denn nichts erhält einen Fall so sehr, als wenn man ihn jemand anderem darlegt. Ich lehnte mich in die Polster zurück. Silver Blaze stammt vom berühmten Isonomy ab und hält bereits jetzt einen ebenso glänzenden Rekord wie sein Stammvater. Er ist 5 Jahre alt und hat Colonel Ross nacheinander sämtliche wichtigen Rennpreise eingebracht. Bis zum Zeitpunkt der Katastrophe galt er bei einer Quote von 3:1 als Favorit für den Wessex Cup. Es liegt daher auf der Hand, dass es viele Leute gab, die großes Interesse daran hatten, den Start von Silver Blaze zu verhindern. Dieser Tatsache war man sich in King's Pyland, wo sich das Gestüt des Colonel befindet, natürlich bewusst. Jede nur erdenkliche Vorsichtsmaßnahme wurde ergriffen, um den Favoriten zu beschützen. Der Trainer, John Straker, ist ein ehemaliger Jockey. Er hat sich stets als ehrlicher Angestellter erwiesen. Ihm waren lediglich 3 Stallburschen unterstellt.
Die Anlage ist klein und umfasst insgesamt nur 4 Pferde. Einer dieser Burschen hat jede Nacht im Stall verbracht, während die anderen auf dem Futterboden schliefen. Alle 3 haben einen ausgezeichneten Leumund. John Straker wohnt in einem kleinen Haus etwa 200 Yards von den Ställen entfernt. Er war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Das umliegende Land ist sehr einsam. Gut eine halbe Meile nördlich vom Gut liegt eine kleine Gruppe von Landhäusern, die ein Unternehmer aus Tavistock gebaut hat. Sie dienen als Erholungsheim für Gebrechliche und Kranke. Tavistock selbst liegt 2 Meilen westlich. Ach ja, weitere 2 Meilen entfernt, jenseits des Moores, befindet sich das Trainingsgelände von Capleton. Es gehört Lord Backwater und wird von Silas Brown geleitet. In jeder anderen Richtung findet man nur Sumpf und Wildnis, allenfalls bewohnt von einigen umherstreifenden Zigeunern. Nun, Watson, das war die Lage am vergangenen Montagabend, an dem sich die Katastrophe ereignete. Nun gut, ja, ich sehe das Gebiet förmlich vor meinem geistigen Auge. Bestens. Also, an diesem Nachmittag waren die Pferde wie gewöhnlich bewegt und getränkt worden. Die Ställe wurden um 9 Uhr verschlossen. 2 der Burschen gingen zum Haus des Trainers hinüber, wo sie in der Küche gemeinsam zu Abend aßen. Der 3., ein gewisser Ned Hunter, blieb als Wache zurück. Ein paar Minuten nach 9 brachte ihm das Mädchen, eine Edith Baxter, sein Abendessen. Es handelte sich um ein Currygericht. Ein Getränk brachte sie ihm nicht, denn im Stall befindet sich ein Wasserhahn und es war Vorschrift, dass der diensthabende Bursche nichts anderes trinken durfte. Das Mädchen nahm eine Laterne mit, da es sehr dunkel war und der Weg über das Moor verläuft. Edith Baxter war gut 30 Yards vom Stall entfernt, als aus der Dunkelheit ein Mann auftauchte und sie aufforderte, stehen zu bleiben. Als er in den von der Laterne geworfenen Lichtkreis trat, sah sie, dass er einen grauen Tweedanzug und eine Tuchmütze trug. Sein Alter schätzte sie auf etwas über 30. Ach, entschuldigen Sie, ich habe mich verlaufen. Können Sie mir sagen, wo ich bin? Sie sind bei den Trainingsstellen von King's Pyland. Ach, tatsächlich. Welch ein glücklicher Zufall. Man hat mir gesagt, dass dort jede Nacht ein Stallbursche schläft. Ah, Sie bringen ihm wohl gerade sein Abendessen. Sagen Sie, Sie hätten doch sicher nichts dagegen, sich das Geld für ein neues Kleid zu verdienen. Er zog ein zusammengefaltetes Stück weißes Papier aus der Westentasche. Sorgen Sie dafür, dass der Junge diese Nachricht noch heute erhält und Sie werden das hübscheste Kleid besitzen, das man für Geld kaufen kann. Sie war von der Aufdringlichkeit des Mannes erschreckt und lief schnell an ihm vorbei zum Fenster, durch das sie gewöhnlich die Mahlzeiten hineinreichte. Es stand bereits offen und Hunter saß drinnen an dem kleinen Tisch. Sie hatte gerade begonnen, ihm zu erzählen, was vorgefallen war, als der Fremde erneut auftauchte. Er sah durchs Fenster. Entschuldigen Sie, aber... Das Mädchen hat beschworen. Sie habe, während er sprach, aus seiner geschlossenen Hand die Ecke des kleinen Papierpäckchens herausschauen sehen. Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? Was ich suche, bringt Ihnen vielleicht etwas ein. Passen Sie auf. Sie haben 2 Pferde für den Wessex Cup gemeldet. Silver Blaze und Bayard. Geben Sie mir einen sicheren Tipp und es wird Ihr Schaden nicht sein. Trifft es zu, dass Bayard deutlich langsamer ist als Silver Blaze und der Stall trotzdem sein Geld auf ihn gesetzt hat? Sie sind einer von diesen verdammten Rennspionen. Ich werde Ihnen zeigen, wie wir hier mit Ihresgleichen umgehen. Er sprang auf, um den Hund loszumachen. Das Mädchen flüchtete zum Haus, blickte aber im Laufen zurück und sah, dass der Fremde sich zum Fenster hineinbeugte. Wenig später allerdings, als Hunter mit dem Hund nach draußen stürzte, war er spurlos verschwunden. Einen Moment. Hat der Stallbursche, als er mit dem Hund nach draußen lief, die Stalltür unverschlossen gelassen? Ausgezeichnet, Watson. Ausgezeichnet. Die Bedeutung dieses Umstandes fiel mir natürlich ebenfalls sofort auf. Daher schickte ich gestern eigens ein Telegramm nach Dartmoor, um dies zu klären. Nun, der Bursche hat die Tür verschlossen, bevor er loslief. Das Fenster, darf ich hinzufügen, ist nicht groß genug, als dass ein Mann dort einsteigen könnte. Hunter wartete, bis die anderen Stallknechte zurück waren. Dann ließ er den Trainer benachrichtigen. Straker wirkte äußerst nervös, als er den Bericht vernahm, obgleich er dessen eigentliche Bedeutung nicht recht zu erfassen schien. Und als Mrs. Straker morgens um 1 erwachte, sah sie, dass sich ihr Mann ankleidete. John, was hat das zu bedeuten? Wohin willst du mitten in der Nacht? Ich will nach den Pferden sehen.
Dieser Vorfall heute Nachmittag will mir nicht aus dem Kopf. Ich mache mir Sorgen. Aber es regnet und... Ich werde den Regenmantel anziehen. Bitte leg dich wieder schlafen. Ich bin gleich zurück. Versprochen. Kurz darauf ging er aus dem Haus. Als Mrs. Draker am kommenden Morgen um 7 Uhr erwachte, stellte sie fest, dass ihr Mann noch nicht zurückgekehrt war. Sie kleidete sich hastig an, rief das Mädchen und begab sich zu den Ställen. Die Tür stand offen. Drinnen saß auf einem Stuhl zusammengesunken Ned Hunter. Er war betäubt worden. Die Box des Favoriten war leer und von seinem Trainer fehlte jede Spur. Sofort wurden die beiden Burschen geweckt, die auf dem Futterboden über der Sattelkammer schliefen. Weiter hatten sie in der Nacht nichts gehört. Hunter stand offensichtlich unter dem Einfluss einer starken Droge. Da nichts Vernünftiges aus ihm herauszubekommen war, ließ man ihn zunächst einmal ausschlafen. Etwa eine Viertelmeile von den Ställen entfernt, fand man kurze Zeit später John Strakers Mantel. Er flatterte an einem Ginsterbusch. Unmittelbar dahinter befindet sich eine schalenförmige Senke, auf deren Grund man den Leichnam des unglücklichen Trainers fand. Sein Kopf war von einem fürchterlichen Schlag zerschmettert worden. Sein Oberschenkel wies eine lange, glatte Schnittwunde auf, die von einem sehr scharfen Instrument herrühren musste. Es war klar zu erkennen, dass Draker sich heftig gegen seine Angreifer gewehrt hatte. In der rechten Hand hielt er ein kleines, blutverschmiertes Messer und in der linken ein rot-schwarz gemustertes Seidenhalstuch. Das Dienstmädchen erkannte es als das Tuch wieder, das jener merkwürdige Fremde vom Vortag getragen hatte. Auch Hunter war, nachdem er sich erholt hatte, völlig sicher, was den Besitzer des Halstuchs anging. Er war ebenfalls davon überzeugt, dass dieser Fremde, während er am Fenster stand, sein Curry mit einer Droge versetzt habe. Es handelte sich übrigens um Opiumpulver, wie Melestrat sagte. Vom vermissten Hengst fehlt weiterhin jede Spur. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass sich das Tier ebenfalls in jener Senke aufgehalten hatte, in der man Strakers Leiche fand. Tja, nun Watson, dies sind die wichtigsten Fakten des Falles. Aller Mutmaßungen entkleidet und so nüchtern wie möglich berichtet. Abschließend möchte ich noch kurz zusammenfassen, was die Polizei bisher in dieser Angelegenheit unternommen hat. Ja? Inspektor Lestrade verhaftete unverzüglich den Mann, auf den alles hindeutete. Es kostete wenig Mühe, ihn ausfindig zu machen, denn er war in der Gegend gut bekannt. Es handelt sich um Fitzroy Simpson. Er ist ein Mann von ausgezeichneter Herkunft und Bildung, der jedoch auf der Rennbahn ein Vermögen durchgebracht hat. Inzwischen lebt er davon, dass er sich in den Sportclubs von London als vornehmer Buchmacher betätigt. Eine Überprüfung seines Wettbuches ergab, dass er Wetten in Höhe von 5.000 Pfund gegen den Favoriten abgeschlossen hat. Bei seiner Verhaftung hat er ausgesagt, er sei nach Dartmoor gefahren, in der Hoffnung, einige Insider-Informationen über die Pferde von King's Pyland sowie über Desborough, den zweiten Favoriten, der unter der Obhut von Silas Brown im Stall von Capleton stand, zu erhalten. Er hat nicht mal versucht zu leugnen, dass er sich am Vorabend exakt wie geschildert verhalten hatte. Aber er hat mehrfach versichert, er habe keine finsteren Absichten gehabt, sondern sich lediglich Auskunft aus erster Hand verschaffen wollen. Als man ihn dann mit dem Halstuch konfrontierte, wurde er bleich und nervös. Er war nicht in der Lage zu erklären, wie es in die Hand des Ermordeten geraten war. Seine feuchte Kleidung bewies, dass er sich während des Unwetters in der Nacht im Freien aufgehalten hatte. Und sein Stock, ein mit Blei beschwerter Rohrstock, war eine Waffe, mit der man tatsächlich jene schrecklichen Verletzungen hervorrufen konnte, an denen Straker gestorben ist. Andererseits wies Simpsons Körper keine Wunde auf. Der Zustand von Strakers Messer ließ jedoch darauf schließen, dass er bei seinem Angreifer Spuren hinterlassen haben musste. So, Watson, nun wissen Sie wirklich alles. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, den Sie mir geben können. Ich hatte interessiert zugehört und obwohl mir die meisten Fakten bereits vertraut waren, hatte ich weder ihre relative Bedeutung noch ihre Verbindung untereinander ausreichend gewürdigt. Ist es nicht möglich, dass die Schnittwunde an Strakers Körper während der konvulsivischen Zuckungen, die auf jede Gehirnverletzung folgen, von seinem eigenen Messer verursacht worden ist? Tja, nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich. In diesem Fall wird einer der wichtigsten Anhaltspunkte zugunsten des Beschuldigten hinfällig. Ja schon, aber ich verstehe immer noch nicht, welche Theorie die Polizei verfolgt.
Die Polizei meint, dieser Fitzroy Simpson habe, nachdem er den Burschen betäubt hatte, die Stalltür geöffnet und das Pferd hinausgebracht. Sein Zaumzeug fehlt, also muss Simpson es ihm angelegt haben. Als er das Pferd übers Moor führen wollte, wurde er von Straker überrascht. Es kam natürlich zu einem Streit. Simpson schlug dem Trainer mit seinem Stock den Schädel ein. Wie gesagt, ohne von dem kleinen Messer, das Straker Notwehr benutzte, eine Verletzung davonzutragen. Nun, und danach brachte der Dieb das Pferd entweder zu irgendeinem geheimen Versteck oder aber es ist vielleicht durchgegangen und irrt jetzt draußen im Moor umher. Soweit Lestrades Theorie. Und so unwahrscheinlich sie auch ist, sind doch alle anderen Erklärungen noch unwahrscheinlicher. Am frühen Abend erreichten wir das kleine Städtchen Tavistock. Zwei Gentlemen erwarteten uns am Bahnhof. Der eine, unser alter Freund Inspektor Lestrade von Scotland Yard, der andere ein kleiner, lebhafter Mensch, sehr gepflegt und adrett, in Gehrock und Gamaschen, mit sauber gestutztem Backenbart und Monokel. Letzterer war Colonel Ross, der berühmte Sportsmann. Ich bin erfreut, dass Sie gekommen sind, Mr. Holmes. Der Inspektor hier hat alles getan, was man irgend vorschlagen könnte, aber ich möchte nichts unversucht lassen, den armen Straker zu rächen und mein Pferd zurückzugewinnen. Hat es irgendwelche neuen Entwicklungen gegeben? Tut mir leid, sagen zu müssen, dass wir nur sehr geringe Fortschritte gemacht haben. Draußen wartet eine Kutsche, und da Sie zweifellos den Schauplatz ansehen möchten, solange wir noch Tageslicht haben, sollten wir während der Fahrt darüber sprechen. Kurz darauf saßen wir alle in einem bequemen Landauer und ratterten durch die malerische Stadt. Inspektor Lestrade versorgte uns mit weiteren Einzelheiten. Colonel Ross lehnte sich mit verschränkten Armen zurück und ich lauschte voll Interesse dem Gespräch der beiden Detektive. Lestrade entwickelte tatsächlich eine Theorie, die dem entsprach, was Holmes vorausgesagt hatte. Das Netz hat sich ziemlich eng um Fitzroy Simpson zusammengezogen und ich selbst bin mir sicher, dass er unser Mann ist. Gleichzeitig bin ich mir darüber im Klaren, dass es sich nur um reine Indizienbeweise handelt und dass eine neue Entwicklung jederzeit alles umwerfen kann. Was ist mit Strakers Messer? Wir glauben, dass er sich im Fallen selbst verletzt hat. Sehen Sie, Doktor? Tja, Lestrade, mein Freund Dr. Watson, hat auf der Herfahrt mir gegenüber diese Vermutung geäußert. Wenn das zuträfe, würde es selbstverständlich gegen Simpson sprechen. Zweifellos, die Beweise gegen ihn wiegen schwer. Ihm nützt das Verschwinden des Favoriten, da er gegen ihn gewettet hat. Es gibt keinen Zweifel, dass er sich während des Unwetters im Freien aufgehalten hat. Er war mit einem schweren Stock bewaffnet, der durchaus die Mordwaffe sein könnte. Und sein Halstuch wurde in der Hand des Toten gefunden. Ich denke, wir haben genug, um ihn anzuklagen. Ach was, Lestrade. Ein geschickter Anwalt würde das in der Luft zerreißen. So, denken Sie. Natürlich. Warum hätte er das Pferd aus dem Stall holen sollen? Das Verschwinden nützt ihm wenig. Tritt Silver Blaze nicht an, werden alle bisherigen Wetten annulliert und die Quoten neu ausgegeben. Und wenn er es verletzen wollte, warum hat er das nicht im Stall getan? Und wie hat er die Tür geöffnet? Hat man in seinem Besitz einen Zweitschlüssel gefunden? Welcher Apotheker hat ihm das Opiumpulver verkauft? Und vor allem, wo könnte er, dem diese Gegend fremd ist, ein Pferd verstecken? Noch dazu dieses Pferd. Ach, wie lautet eigentlich seine Erklärung für das Stück Papier, das das Mädchen dem Stallburschen übergeben sollte? Er sagte, es sei eine 10-Pfund-Note gewesen. Man hat in seiner Börse auch tatsächlich eine gefunden. Und ihre anderen Probleme sind nicht so unüberwindlich, wie Sie glauben. Die Gegend ist ihm nämlich nicht fremd. Er hat im Sommer zweimal in Tavistock Urlaub gemacht. Das Opium hat er wahrscheinlich in London gekauft. Den Schlüssel wird er nach der Tat weggeworfen haben. Das Pferd liegt längst tot auf dem Grund einer der Gruben oder stillgelegten Minen im Moor. Aha. Nun ja, und was sagt er zum Halstuch? Er gibt zu, dass es seins ist, aber er behauptet natürlich, er habe es verloren. Und was das Motiv angeht, Mr. Holmes, hat sich in dem Fall ein neuer Umstand ergeben, der vielleicht erklärt, warum er das Pferd aus dem Stall entführt hat. Ach, tatsächlich? Ja, wir haben Spuren gefunden, die beweisen, dass Montagnacht eine Schar Zigeuner weniger als eine Meile von der Stelle entfernt lagerte, wo sich der Mord ereignete. Am Dienstag aber waren sie verschwunden. Einmal angenommen, es hat eine Absprache zwischen Simpson und diesen Zigeunern gegeben, wäre es dann nicht denkbar, dass er ihnen das Pferd bringen wollte, als er von Straker überrascht wurde, und dass sie es jetzt haben?
Das ist natürlich möglich. Das Moor wird nach diesen Zigeunern abgesucht. Außerdem habe ich jeden Stall, jede Scheune von Travestock überprüft. Und zwar im Umkreis von 10 Meilen. Wie ich höre, gibt es ganz in der Nähe noch ein Gestüt. Richtig. Und das ist ein Faktor, den wir selbstredend berücksichtigen. Da ihr Pferd Despero nach der Wette auf dem 2. Platz lag, hatten jene Leute natürlich ebenfalls ein Interesse am Verschwinden des Favoriten. Von Silas Brown, dem Trainer, weiß man, dass er bereits hohe Beträge gesetzt hat. Und er war kein Freund vom armen Straker. Wir haben die Stelle allerdings überprüft und es gibt nichts, was ihn mit der Affäre in Verbindung brächte. Und auch nichts, was diesen Simpson mit dem Capleton-Stall in Verbindung brächte? Nein, überhaupt nichts. Ein paar Minuten später hielt unser Fahrer vor einem kleinen roten Ziegelsteinhaus mit vorspringenden Giebeln. Dahinter lag jenseits einer Koppel ein langgestrecktes Nebengebäude aus grauen Ziegeln. Wiederum dahinter erstreckten sich die Hügel des Moors, unterbrochen nur von einer Häusergruppe im Westen, den Stallungen von Capleton. Wir sprangen vom Wagen, mit Ausnahme von Holmes, der zurückgelehnt sitzen blieb, den Blick auf den Himmel gerichtet, ganz und gar in Gedanken vertieft. Erst als ich ihn am Arm berührte, schreckte er auf und stieg ebenfalls aus. Entschuldigung, ich war in Gedanken. In seinen Augen zeigte sich ein Glanz und in seinem Verhalten eine unterdrückte Erregung, die mich, der ich ja mit seiner Art vertraut war, davon überzeugten, dass er auf eine Spur gestoßen war, wiewohl ich mir nicht vorstellen konnte, wo er sie gefunden hatte. Wollen Sie jetzt gleich zum Schauplatz des Verbrechens aufbrechen, Mr. Holmes? Ich denke, ich würde es vorziehen, noch ein wenig hier zu verweilen und das eine oder andere zu überprüfen. Straker wurde hierher gebracht, nehme ich an. Ja, er liegt oben. Die gerichtliche Leichenschau ist für morgen 3 Uhr angesetzt worden. Er stand schon seit einigen Jahren in Ihren Diensten, Colonel Ross. Er war mir stets ein ausgezeichneter Angestellter. Ah, ich hoffe, Sie haben ein Verzeichnis dessen angelegt, was er zum Zeitpunkt seines Todes in den Taschen trug, Inspektor. Ja, aber selbstverständlich. Ich habe die Sachen im Wohnzimmer. Wenn Sie sie gerne sehen möchten? Sehr gern. Wir traten ins Vorderzimmer und nahmen um den Tisch in der Mitte Platz. Lestrade schloss eine kleine Kassette auf und holte mehrere Gegenstände heraus, die er auf den Tisch legte. Es handelte sich um eine Schachtel Streichhölzer, eine 2-Inch lange Talgkerze, eine Bruyère-Pfeife, einen Seehundsfellbeutel, eine silberne Uhr an einer goldenen Kette, 5 Sovereigns in Gold, ein Bleistiftkästchen aus Aluminium, einige Papiere und ein Messer im Elfenbeingriff und sehr feiner, starrer Klinge, die die Aufschrift Wise & Co. London trug. Das ist ein seltsames Messer. Da ich Blutflecke darauf erkenne, nehme ich an, es ist dasjenige, das man in der Hand des Toten gefunden hat. Watson, bitte sehen Sie sich das einmal an. Dieses Messer schlägt gewiss in Ihr Fach. In der Tat, es wird von Chirurgen benutzt. Wir bezeichnen dergleichen als Starrmesser. Das dachte ich mir. Eine sehr empfindliche Klinge, für sehr feine Arbeit vorgesehen. Seltsam, dass jemand so etwas auf einen nächtlichen Ausflug mitnimmt. Zumal man es nicht zusammengeklappt in der Tasche tragen kann. Die Spitze war mit einer Korbscheide geschützt, die wir neben dem Leichnam fanden. Strakers Frau hat ausgesagt, das Messer habe einige Tage auf der Anrichte gelegen. Er habe es mitgenommen, als er aus dem Zimmer ging. Es war sicher keine besonders gute Waffe, aber wohl die beste, die er in der Eile finden konnte. Schon möglich. Was sind das für Zettel hier? Ach, nichts weiter. 3 davon sind Rechnungen von Heuhändlern. Eines ist ein Brief mit Anweisungen von Colonel Ross. Und das hier, ah ja, das ist eine Rechnung einer Boutique in der Bond Street, über 37 Pfund und 15 Schilling, ausgestellt für William Derbyshire. Madame Derbyshire hat durchaus kostspielige Neigungen. 22 Guinea für ein einziges Kostüm, das ist üppig. Mrs. Draker hat erklärt, Derbyshire sei ein Freund ihres Mannes, seine Post sei gelegentlich, wohl wenn er auf Urlaub war, hier hinterlegt worden. Hm. Aber hier werden wir nichts mehr erfahren. Jetzt können wir zum Schauplatz des Verbrechens hinübergehen. Als wir das Wohnzimmer verließen, trat eine Frau, die wohl im Flur gewartet hatte, auf uns zu. Ihr Gesicht wirkte besorgt. Haben Sie den Mörder gefasst?
Und das Pferd, haben Sie Silver Blaze gefunden? Nein, Mrs. Draker, aber Mr. Holmes hier ist aus London gekommen, um uns zu helfen. Und wir werden natürlich alles Menschenmögliche tun. Ach, sagen Sie, ich habe Sie doch kürzlich in Plymouth auf einer Gartenparty getroffen, Mrs. Draker. Sie erinnern sich sicher. Nein, Sir, Sie irren sich. Na sowas. Ich hätte darauf schwören können. Sie trugen ein Kostüm aus taubengrauer Seide mit einem Besatz von Straußenfedern. Ein solches Kleid habe ich nie besessen, Sir. Oh. Dann bitte ich um Verzeihung. Ein kurzer Gang übers Moor brachte uns zu der Senke, in der man den Leichnam gefunden hatte. An ihrem Rand stand der Ginsterstrauch, an dem der Mantel gehangen hatte. In jener Nacht herrschte kein Wind, wie ich hörte. Nein, aber sehr heftiger Regen. Nun, in diesem Fall ist der Mantel ganz sicher nicht gegen die Ginstersträucher geweht, sondern dort ganz bewusst hingehängt worden. Ja, er wurde sogar über den Strauch gebreitet. Sehr interessant. Tja, wie ich sehe, ist der Boden ganz erheblich aufgewühlt. Zweifellos sind seit Montagnacht viele Männer darüber gelaufen. Nein, Mr. Holmes. Also zumindest niemand von uns. Wir haben eine Matte hingelegt und auf der haben wir alle gestanden. Ausgezeichnet. Ach, und in dieser Tasche habe ich einen von Strakers Stiefeln, einen von Fitzroy Simpsons Schuhen und ein altes Hufeisen von Silver Blaze. Mein lieber Inspektor, heute übertreffen Sie sich selbst. Holmes schob die Matte etwas weiter zur Mitte hin. Dann streckte er sich der Länge nach darauf aus, stützte das Kinn auf die Hände und unterzog den zertrampelten Erdboden vor ihm einer sorgfältigen Untersuchung. Ha, was ist denn das? Es war ein halb verbranntes Streichholz, das so dreckig war, dass es zunächst wie ein kleiner Holzspan aussah. Ich kann mir nicht erklären, wie ich das übersehen konnte. Sie trifft keine Schuld, Lestrade. Es war nicht zu erkennen, da es vollständig im Schlamm versunken war. Ich habe es nur gefunden, weil ich danach gesucht habe. Was gesucht? Sie haben erwartet, es zu finden? Ich hielt es zumindest für nicht unwahrscheinlich. Er nahm die Stiefel aus der Tasche und verglich die Abdrücke beider mit den Spuren auf dem Boden. Dann stieg er zum Rand der Senke hinauf und kroch zwischen den Farnsträuchern und Büschen umher. Ich fürchte, es gibt keine weiteren Spuren. Ich habe den Boden 100 Yards in jeder Richtung sorgfältig abgesucht. Ach ja? Dann will ich nicht so unverschämt sein, es noch einmal zu tun. Aber ich würde gerne einen kleinen Spaziergang übers Moor machen, bevor es dunkel wird. Und ich denke, ich werde dieses Hufeisen als Glücksbringer einstecken. Colonel Ross, der wegen des bedächtigen und systematischen Vorgehens meines Gefährten gewisse Anzeichen von Ungeduld hatte erkennen lassen, schaute auf seine Uhr. Würden Sie mich eventuell ins Haus zurückbegleiten, Inspektor? Es gibt da einige Punkte, zu denen ich gern Ihren Rat hätte. Insbesondere dazu, ob wir es der Öffentlichkeit nicht schuldig sind, den Namen unseres Pferdes von der Starterliste für den Cup zu streichen. Oh nein, tun Sie das nicht, Colonel. Lassen Sie seinen Namen stehen. Wenn Sie dies empfehlen, Mr. Holmes, so würde ich es gern tun. Sie finden uns im Hause des armen Straker, wenn Sie Ihren Spaziergang beendet haben. Und dann können wir gemeinsam nach Tavistock fahren. Sie verließen uns. Holmes und ich schlenderten übers Moor. Die Sonne schickte sich an, hinter den Ställen von Capleton zu versinken. Die Ebene vor uns war von einem edlen Goldton angehaucht. Aber die Schönheit der Natur schien Holmes in keiner Weise zu beeindrucken. Er war hochkonzentriert. Es verhält sich so, Watson. Wir können die Frage, wer John Straker ermordet hat, erst einmal außer Acht lassen und uns darauf konzentrieren, herauszufinden, was aus dem Pferd geworden ist. Einmal angenommen, es ist während oder nach der Tragödie durchgegangen. Wohin könnte es gelaufen sein? Das Pferd ist ein Herdentier. Wenn man es also sich selbst überließe, würde es instinktiv entweder nach King's Pyland zurückkehren oder nach Capleton hinüberlaufen. Im Moor kann es nicht mehr sein. Ansonsten wäre es mittlerweile gesehen worden. Und die Zigeuner? Nein, daran glaube ich nicht. Diese Leute machen sich stets davon, wenn sie von Scherereien hören, denn sie wollen nicht von der Polizei belästigt werden. So viel ist klar. Meinetwegen. Aber wo ist es denn dann jetzt? Das habe ich doch gerade gesagt. Es ist entweder nach King's Pyland oder nach Capleton gelaufen. Nun, es ist definitiv nicht in King's Pyland, also ist es in Capleton.
Lassen Sie uns das als Arbeitshypothese annehmen und sehen, wohin sie uns führt. Dieser Teil des Moores ist, wie der Inspektor bemerkt hat, sehr hart und trocken. Aber auf dem Weg nach Capleton neigt es sich. Selbst von hier aus können Sie erkennen, dass dort drüben eine langgestreckte Senke liegt, die in besagter Nacht sehr feucht gewesen sein muss. Wenn unsere Annahme richtig ist, dann muss das Pferd sie durchquert haben. Kommen Sie, wir sollten dort nach seinen Spuren suchen. Wenige Minuten später erreichten wir die fragliche Senke. Auf Holmes Bitte ging ich an ihrem rechten und er an ihrem linken Rand entlang. Ich hatte noch keine 50 Schritt getan, als ich sah, wie er mir aufgeregt zuwinkte. Ich ging zu ihm. In der weichen Erde vor ihm zeichnete sich deutlich die Spur eines Pferdes ab. Das Hufeisen, das er aus der Tasche zog, passte genau in die Abdrücke. Sie hatten recht, Holmes. Silver Blaze war hier. Da sehen Sie den Wert der Fantasie. Das ist genau die Eigenschaft, die Lestrade fehlt. Wir haben uns vorgestellt, was hätte passiert sein können, sind von dieser Annahme ausgegangen und wurden bestätigt. Na los, gehen wir weiter. Wir überquerten den sumpfigen Grund. Wieder fiel das Gelände ab und wieder stießen wir auf die Spuren. Dann verloren wir sie aus den Augen. Erst kurz vor Capleton waren sie wieder zu sehen. Neben der Spur des Pferdes war die eines Menschen erkennbar. Seltsam. Vorhin war das Pferd allein. Ganz recht. In der Senke war es allein. Aber hallo, was ist denn das? Die Doppelspur bog scharf ab und führte in Richtung King's Pyland. Wir folgten ihr. Holmes hatte den Blick auf die Fährte gerichtet, doch ich schaute zufällig ein Stückchen nach einer Seite und sah zu meiner Überraschung dieselben Spuren in der Gegenrichtung wieder zurückführen. Ich machte ihn darauf aufmerksam. Holmes, sehen Sie, die Spuren führen wieder zurück. 1:0 für Sie, Watson. Sie haben uns einen weiten Weg erspart. Nun denn, wohlan. Wir wollen der zurückkehrenden Fährte folgen. Wir mussten nicht weit gehen. Sie endete bei der asphaltierten Auffahrt, die zu den Toren der Capleton-Stallungen führte. Als wir näher traten, kam ein Stallbursche aus einem Gebäude gerannt. Hey, ihr da! Hier wird nicht rumgelungert! Entschuldigen Sie, ich wollte nur eine Frage stellen. Sehen Sie, ich wollte mit Mr. Silas Brown sprechen. Leider ist er momentan nicht für mich zu sprechen. Wäre ich zu zeitig dran, wenn ich morgen früh um 5 Uhr erneut vorspreche? Meine Güte, Sir. Wenn jemand da ist, dann er. Denn er ist immer als Erster auf den Beinen. Oh, aber da ist er, Sir, und kann Ihre Fragen selbst beantworten. Nein, Sir, nein. Das kostet mich die Stellung, wenn er sieht, dass ich von Ihnen Geld annehme. Hinterher, wenn es Ihnen recht ist. Während Sherlock Holmes die Münze, die er aus der Tasche gezogen hatte, wieder einsteckte, kam ein grimmig dreinschauender älterer Mann, der eine Jagdpeitsche schwang, durchs Tor geschritten. Was ist hier los, Dawson? Kein Getratsche. Geh an deine Arbeit. Und Sie, was zum Teufel wollen Sie hier? Entschuldigen Sie, Sir, aber der Gentleman hat gesagt, er hätte bereits bei Ihnen vorgesprochen und Sie wären beschäftigt gewesen. Dann hat er gelogen. Und jetzt ab. An die Arbeit. Sehr wohl, Sir. Also, wer sind Sie? Was wollen Sie? Lediglich ein paar Minuten mit Ihnen reden, Verehrtester. Ich habe keine Zeit, mit jedem Rumtreiber zu reden. Wir wollen hier keine Fremden. Scheren Sie sich weg, sonst haben Sie plötzlich einen Hund am Hals. Holmes beugte sich vor und flüsterte dem Trainer etwas ins Ohr. Dieser fuhr heftig zusammen. Das ist eine Lüge! Eine infernalische Lüge! Nun, sollen wir uns hier in aller Öffentlichkeit darüber streiten oder lieber in Ihrem Wohnzimmer unter vier Augen darüber sprechen? Na gut. Kommen Sie herein, wenn Sie wollen. Es wird nicht lange dauern, Watson. Alsdann, Mr. Brown. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Es vergingen volle 20 Minuten, ehe Holmes und der Trainer wieder auftauchten. Nie habe ich bei einem Menschen eine solche Veränderung gesehen, wie sie in dieser kurzen Zeit bei Silas Brown bewirkt worden war. Sein Gesicht war aschfahl, Schweißperlen glitzerten auf seiner Stirn, seine Hände zitterten so sehr, dass die Jagdpeitsche wie ein Zweig im Wind schwankte.
Er ging an der Seite meines Freundes wie ein Hund neben seinem Herrn. Ihre Anweisungen werden ausgeführt. Es wird ausgeführt. Und dass mir ja kein Fehler vorkommt. Oh nein, es wird kein Fehler vorkommen. Es wird da sein. Soll ich es vorher noch verändern oder nicht? Nein, keine Tricks jetzt. Verstanden. Sie können mir vertrauen. Sie müssen so darum besorgt sein, als wäre es Ihr eigenes. Sie können sich auf mich verlassen. Ja, ich glaube, das kann ich. Nun denn, Sie werden morgen von mir hören. Er wandte sich auf dem Absatz um, wobei er die zitternde Hand, die der andere ihm hinhielt, nicht beachtete. Und wir machten uns nach King's Pyland auf. Eine vollkommenere Mischung aus Tyrann, Feigling und Ränkeschmied ist mir noch nicht untergekommen. Dann hat er also das Pferd? Natürlich, Watson. Er hat es natürlich abgestritten. Aber ich habe ihm so genau geschildert, was an jenem Morgen passiert ist, dass er überzeugt davon ist, ich hätte ihn dabei beobachtet. Natürlich haben Sie die eigenartig viereckige Spitze der Fußabdrücke bemerkt und dass seine Stiefel Ihnen exakt entsprechen. Ich habe ihm geschildert, wie er seiner Gewohnheit entsprechend als Erster auf den Beinen war und ein fremdes Pferd übers Moor irren sah. Wie er zu ihm ging und wie erstaunt er war, als er an dem silberweißen Stern, der dem Favoriten den Namen gegeben hat, erkannte, dass es sich um das einzige Pferd handelte, das jenes, auf das er sein Geld gesetzt hatte, schlagen konnte. Dann habe ich ihm geschildert, wie er es nach Capleton geführt und dort verborgen hatte. Nachdem ich ihm jede Einzelheit erzählt hatte, gab er auf und dachte nur noch daran, seine Haut zu retten. Aber seine Ställe sind doch gründlich durchsucht worden. Ach, ein alter Rosttäuscher wie er kennt sämtliche Tricks. Aber haben Sie keine Angst, das Pferd weiter in seiner Gewalt zu lassen? Er wird das hüten wie seinen Augapfel. Er weiß, dass er nur dann auf Milde hoffen kann, wenn er Silver Blaze unversehrt herausgibt. Colonel Ross hat auf mich keinen sehr mildtätigen Eindruck gemacht. Möglich, aber die Angelegenheit liegt nicht in Colonel Ross' Händen. Sie kennen meine Methoden, Watson. Und wenn ich etwas entscheide, dann wird dies auch durchgesetzt. Das ist der Vorteil, wenn man nicht in amtlichem Auftrag handelt. Sagen Sie bitte wegen des Pferdes noch nichts zu ihm. Wenn Sie es wünschen, gewiss nicht. Und natürlich ist Mr. Browns Vergehen unbedeutend, verglichen mit der Frage, wer John Straker ermordet hat. Und der wollen Sie sich nun widmen? Nein, wir beide fahren jetzt mit dem Nachtzug nach London zurück. Ich war wie vom Donner gerührt. Wir waren erst seit ein paar Stunden in Devonshire und dass er eine Untersuchung aufgab, die so weit fortgeschritten war, erschien mir völlig unbegreiflich. Ich konnte ihm kein weiteres Wort entlocken, bis wir beim Haus des Trainers angelangt waren. Der Colonel und der Inspektor erwarteten uns im Wohnzimmer. Mein Freund und ich kehren mit dem Mitternachtsexpress in die Stadt zurück. Es war durchaus anregend, in dem hier herrschenden gesunden Klima ein wenig frische Luft zu schnappen. Sie geben also auf, den Mörder des armen Straker dingfest zu machen? Aufgeben? Nein, Lestrade. Aber ich gebe zu, dass es schwieriger ist als angenommen. Dennoch bin ich voller Zuversicht, dass Ihr Pferd nächsten Dienstag starten wird und bitte Sie, Ihren Jockey bereitzuhalten. Ach ja, dürfte ich Sie um eine Fotografie von Mr. John Straker bitten? Der Inspektor griff in seine Tasche und kramte einen Umschlag hervor. Daraus entnahm er eine Fotografie und reichte sie Holmes. Mein lieber Lestrade, Sie nehmen heute aber wirklich alle meine Wünsche vorweg. Wenn ich Sie bitten dürfte, einen Moment hier zu warten. Ich habe noch eine Frage, die ich dem Dienstmädchen stellen möchte. Ich muss sagen, dass ich von Mr. Holmes ziemlich enttäuscht bin. Wir sind keinen Deut weiter als vor seiner Ankunft. Zumindest haben Sie seine Zusicherung, dass Ihr Pferd laufen wird. Das Pferd wäre mir lieber. Ich wollte gerade etwas zur Verteidigung meines Freundes entgegnen, als er wieder das Zimmer betrat. Nun denn, Gentlemen, ich bin dann soweit. Als wir in die Kutsche stiegen, hielt uns einer der Stallburschen die Tür auf. Holmes schien plötzlich ein Gedanke zu kommen. Sie haben da ein paar Schafe in der Koppel, wie ich sehe. Wer kümmert sich um Sie? Ich, Sir. Ist Ihnen in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches an Ihnen aufgefallen? Sind vielleicht einige von Ihnen krank? Nun ja, Sir. Nichts sehr Bedeutendes, aber drei von Ihnen lahm seit kurzem, Sir. Lestrade, darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf diese außergewöhnliche Epidemie bei den Schafen lenken? Fahren Sie los, Kutscher.
Colonel Ross trug immer noch eine Miene zur Schau, die seine geringe Meinung von den Fähigkeiten meines Gefährten zeigte. Aber dem Gesicht des Inspektors sah ich an, dass seine Aufmerksamkeit aufs Höchste erregt war. Sie halten das für wichtig? Überaus. Aha. Nun, vielleicht gibt es noch irgendeinen Umstand, auf den Sie meine Aufmerksamkeit lenken möchten? Gewiss. Auf das merkwürdige Verhalten des Hundes in der Nacht. Der Hund? Aber der Hund hat in der Nacht nichts getan. Noch nicht einmal gebellt hat er. Eben. Vier Tage später saßen Holmes und ich wieder im Zug nach Winchester, um uns das Rennen um den Wessex Cup anzusehen. Colonel Ross holte uns wie versprochen am Bahnhof ab. Wir fuhren in seiner Kutsche zur Rennbahn außerhalb der Stadt. Sein Gesicht war ernst und sein Verhalten äußerst kalt. Ich habe keine Spur von meinem Pferd gesehen. So? Nun, ich nehme an, Sie würden es erkennen, wenn Sie es sehen. Ich bin schon 20 Jahre auf der Rennbahn, aber so eine dämliche Frage hat man mir noch nie gestellt. Natürlich, jedes Kind würde den Hengst erkennen. Seine sternförmige Blässe und die weiße Vorderhand sind unverkennbar. Entschuldigen Sie, natürlich haben Sie recht. Ach, wie stehen die Wetten? Nun ja, da Sie fragen, es ist merkwürdig. Gestern hätten Sie 15-1 bekommen, aber die Quote ist seitdem stark gefallen. Mittlerweile gibt es kaum noch 3-1. Jemand weiß etwas. Das ist klar. Als die Kutsche bei der Tribüne anhielt, warf ich einen Blick auf die Startertafel. Dort stand Wessex-Pokal. Einsatz 50 Sovereign pro Starter A8. Halb Reugeld A9. Alle Einsätze zuzüglich 1000 Sovereigns dem Sieger. Für 4- und 5-Jährige 300 Pfund dem Zweiten. 200 Pfund dem Dritten. Neue Bahn. 1 Meile und 5 Furlongs. Erster, Mr. Heath Newtons The Negro, rote Kappe, zimtfarbene Jacke. Zweiter, Colonel Wardlaws Pugilist, rosa Kappe, blau-schwarz gestreifte Jacke. Dritter, Lord Backwaters Despero, gelbe Kappe, schwarze Jacke mit gelben Ärmeln. Viertens, Colonel Ross Silverblaze, schwarze Kappe, rote Jacke. Fünftens, Duke of Balmoral's Iris, gelbe Kappe, gelb-schwarz gestreifte Jacke. Sechstens, Lord Singleford's Rasper, purpurne Kappe, rote Jacke mit schwarzen Ärmeln. Wir haben unser zweites Pferd zurückgezogen und uns ganz auf ihr Wort verlassen. Anu, was ist denn das? Silverblaze Favorit? Da, die Nummern auf der Startertafel. Sie sind alle 6 da. Alle 6 da? Dann läuft er also tatsächlich. Aber ich sehe ihn nicht. Er war nicht dabei. Es sind aber erst 5 vorbeigekommen. Ah, sehen Sie, das muss er sein. Das ist nicht mein Pferd. Dieses Tier hat kein einziges weißes Haar am Körper. Um Himmels Willen, was haben Sie getan, Mr. Holmes? Ganz ruhig. Wir wollen sehen, wie er sich anstellt. Als Holmes das sagte, lief ein mächtiger Brauner an uns vorbei, auf dem Rücken das wohlbekannte Schwarz und Rot des Colonels. Er schaute ein paar Minuten durch meinen Feldstecher. Ah, oh, ein ausgezeichneter Start. Jetzt kommen Sie durch den Bogen. Die 6 Pferde lagen dicht beieinander. Doch nach halber Strecke schob sich das Gelb-Schwarz des Capleton-Stalls nach vorn. Bevor sie auf unserer Höhe waren, wurde Desperos Vorstoß abgefangen und das Pferd des Colonels löste sich und passierte den Pfosten gut 6 Längen vor seinem Rivalen, während Duke of Balmoral's Iris gerade noch den 3. Platz belegte. Jedenfalls ist es mein Rennen. Aber wer hat es denn nun für mich gewonnen? Ich gebe zu, dass ich aus der Sache nicht schlau werde. Meinen Sie nicht, Sie haben Ihr Geheimnis lange genug für sich behalten, Mr. Holmes? Gewiss, Colonel. Sie sollen alles erfahren. Lassen Sie uns zusammen hinübergehen und einen Blick auf das Pferd werfen. Und wie Sie sicherlich an seinem Laufstil bemerkt haben, ist es Silverblaze. Sie müssen ihm lediglich Stirn und Vorderfesseln mit Spiritus abwaschen. Aber das ist ja unglaublich. Ich fand ihn in den Händen eines Fälschers und nahm mir die Freiheit, ihn so starten zu lassen, wie er hergebracht wurde.
Mr. Holmes, Sie haben Wunder gewirkt. Das Pferd sieht sehr fit und gesund aus. Es ist in seinem ganzen Leben noch nicht besser gelaufen. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich Ihre Fähigkeiten in Zweifel gezogen habe. Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Aber Sie würden mir einen noch größeren erweisen, wenn Sie den Mörder von John Straker zu fassen bekämen. Oh, auch das habe ich bereits getan. Was? Sie haben ihn? Ja, aber wo ist er denn? Er ist hier. Hier? Wo? Nun, er befindet sich genau jetzt in meiner Gesellschaft. Ich erkenne an, was Sie für mich getan haben, Mr. Holmes. Aber das, was Sie da eben gesagt haben, kann ich nur als sehr schlechten Scherz oder als Beleidigung auffassen. Ich versichere Ihnen, dass ich Sie nicht mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht habe, Colonel. Der wahre Mörder steht unmittelbar hinter Ihnen. Er ging an ihm vorbei und legte die Hand auf den Hals des Hengstes. Was? Das Pferd? Ganz recht. Das Pferd. Und es verringert vielleicht seine Schuld, wenn ich sage, dass es in Notwehr gehandelt hat. Und dass John Straker ein Mann war, der ihr Vertrauen nicht verdiente. Ich gebe zu, dass alle Theorien, die ich aufgrund der Zeitungsberichte aufgestellt hatte, gänzlich falsch waren. Und doch gab es darin Hinweise, die jedoch von unbedeutenden Einzelheiten überlagert wurden, die ihre wahre Bedeutung verschleierten. Ich fuhr in der Überzeugung nach Devonshire, dass Fitzroy Simpson der wahre Übeltäter sei. Tatsächlich? Ja, Watson. Tatsächlich. Wobei ich natürlich erkannte, dass das Beweismaterial gegen ihn keineswegs wasserdicht war. In der Kutsche, gerade als wir beim Haus des Trainers anlangten, fiel mir mit einem Mal die immense Bedeutung des Curry auf. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich zerstreut war und sitzen blieb, nachdem Sie alle schon ausgestiegen waren. Ich wunderte mich insgeheim, wie um alles in der Welt ich einen so offen zutage liegenden Hinweis hatte übersehen können. Das Curry? Das meinen Sie doch jetzt nicht ernst, Holmes. Doch, Watson. Todernst sogar. Ich muss zugeben, dass auch ich nicht verstehe, inwiefern uns das weiterhilft. Es war das erste Glied in der Kette meiner Überlegungen. Opiumpulver ist keineswegs geschmacklos. Sein Geschmack ist nicht unangenehm, aber er ist wahrnehmbar. Mischt man es nun unter irgendein gewöhnliches Gericht, so würde es jeder herausschmecken und wahrscheinlich nicht mehr weiteressen. Ein Curry aber würde den Geschmack vollständig überdecken. Und schon war Fitzroys Unschuld bewiesen. Was? Ja, aber wieso denn? Ganz einfach. Wie hätte er wissen können, dass ausgerechnet an diesem Tag ein scharf gewürztes Curry auf dem Speiseplan stand? Oder noch abwegiger, wie sollte er, ein Fremder, die Küche des Gestüts beeinflussen, um dafür zu sorgen, dass ein solches Gericht serviert wird? Nun ja, das... Eben. Und dass er wie von ungefähr gerade an dem Abend mit Opiumpulver zur Stelle war, als ein Gericht auf den Tisch kam, das den Geschmack unkenntlich machen würde, wäre ein zu ungeheuerlicher Zufall, als dass man ihn annehmen dürfte. Das ist absolut undenkbar. Somit scheidet Simpson als Verdächtiger aus. Unsere Aufmerksamkeit konzentriert sich damit auf Straker und seine Frau, die beiden einzigen Menschen, die das Essen ausgewählt haben konnten. Nun überlegen wir weiter. Das Opium wurde hineingemischt, nachdem die Mahlzeit für den Stalljungen beiseite gestellt worden war. Denn die anderen aßen ebenfalls davon und zeigten keine Vergiftungssymptome. Wer von ihnen hatte also Zugang zu dem Gericht, ohne von dem Mädchen bemerkt zu werden? Bevor ich diese Frage entschied, fiel mir noch die Sache mit dem Hund auf. Der Hund, der nicht angeschlagen hat? Exakt, Watson. Obwohl jemand hineingegangen war und ein Pferd herausgeholt hatte, hatte er nicht laut genug gebellt, um die beiden Burschen auf dem Futterboden zu wecken. Offensichtlich war der mitternächtliche Besucher jemand, den der Hund gut kannte. Und wir wissen, dass John Straker des Nachts aufgestanden war, um zu den Ställen zu gehen. Zählt man nun eins und eins zusammen, wird klar, dass er es war, der Silver Blaze herausgeholt hat. Aber warum hat er es getan? Welche Absicht steckte dahinter? Offensichtlich keine ehrenhafte, denn warum sollte er seinen eigenen Stallburschen betäuben? Und doch wusste ich nicht, warum. Nun, es hat schon Fälle gegeben, in denen Trainer sich große Summen Geldes verschafft haben, indem sie durch Mittelsmänner gegen ihre eigenen Pferde gesetzt und dann durch Betrug dafür gesorgt haben, dass sie nicht gewannen. Manchmal ist es ein Jockey, der das Pferd zurückhält, manchmal ist es ein subtileres Mittel. Was war es hier?
Ich hoffte, dass mir sein Tascheninhalt weiterhelfen würde. Und so war es auch. Gewiss erinnern Sie sich noch an das eigenartige Messer, das man in der Hand des Toten fand. Ein Messer, das kein vernünftiger Mensch als Waffe wählen würde. Es handelte sich, wie Dr. Watson uns gesagt hat, um ein Messer, wie man es für die heikelsten Operationen verwendet, die die Chirurgie kennt. Und in dieser Nacht sollte es ebenfalls für eine heikle Operation verwendet werden. Bei Ihrer umfassenden Erfahrung im Renngeschäft wissen Sie bestimmt, Colonel Ross, dass es möglich ist, einen winzigen Einschnitt in die Sprunggelenkssehne des Pferdes vorzunehmen, und zwar so, dass nicht die geringste Spur zu sehen ist. Ein so behandeltes Pferd geht geringfügig lahm, was man auf Überanstrengung beim Training oder einen leichten Anfall von Rheumatismus jedoch niemals auf unsaubere Machenschaften zurückführen würde. Welch eine Niedertracht! Dieser Schurke! Dieser hinterhältige Schuft! Da haben wir die Erklärung, warum John Straker das Pferd ins Moor hinausführen wollte. Ein so feuriges Geschöpf hätte bestimmt den größten Tiefschläfer geweckt, wenn es den Stich des Messers gespürt hätte. Es war absolut notwendig, es im Freien zu tun. Ich war blind. Natürlich. Deswegen brauchte er auch die Kerze und zündete das Streichholz an. Zweifellos. Aber bei der Überprüfung seiner Habseligkeiten hatte ich das Glück, nicht nur die Methode des Verbrechens, sondern auch dessen Motive zu entdecken. Als ein Mann von Welt wissen Sie, Colonel, dass man selten Rechnungen anderer Leute mit sich herumträgt. Wir haben genug damit zu tun, unsere eigenen zu begleichen. Nun fand ich bei der Untersuchung von Strakers Tascheninhalt diverse Rechnungen. Eine dieser Rechnungen, ausgestellt auf eine geheimnisvolle Person namens Derbyshire, bewies, dass eine Dame in den Fall verwickelt war, und zwar eine mit sehr kostspieligen Neigungen. Daraus folgerte ich, dass Straker ein Doppelleben führte und ein zweites Domizil unterhielt. So gut Sie Ihre Angestellten auch bezahlen, Colonel, man erwartet kaum, dass diese für ihre Frauenkleider für 20 Guineen kaufen können. Ich habe Mrs. Straker dann auch nach jenem Kleid befragt, ohne dass es ihr auffiel, natürlich. Und als ich mich vergewissert hatte, dass es nie bis zu ihr gelangt war, notierte ich mir die Adresse der Boutique. Ich wusste, ich würde nur dort vorsprechen müssen mit Strakers Fotografie, und das Inkognito jenes Derbyshire wäre keines mehr. Und so kam es dann auch. Natürlich verbarg sich Straker dahinter. Die Mitarbeiterin der Boutique hat ihn zweifelsfrei identifiziert. Von da an war alles ganz klar. Straker hatte das Pferd an eine Senke geführt, wo man sein Licht nicht würde sehen können. Simpson hatte auf der Flucht sein Halstuch fallen lassen und Straker hatte es aufgehoben. Vielleicht in der Absicht, damit dem Pferd das Bein festzubinden. In der Senke war er hinter das Pferd getreten und hatte ein Streichholz entzündet. Doch Silverblaze, von dem plötzlichen Licht erschreckt, schlug aus und das Hufeisen traf Straker an der Stirn. Trotz des Regens hatte er schon seinen Mantel ausgezogen, um sein heikles Vorhaben auszuführen. Und so schlitzte das Messer seinen Oberschenkel, als er fiel. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Wunderbar. Als wären Sie dabei gewesen. Mein letzter Schuss war dann, das gebe ich zu, ein ausgesprochener Glückstreffer. Ich dachte mir, dass ein schlauer Mann wie Straker etwas so Heikles wie das Anschneiden einer Sehne nicht ohne ein wenig Übung wagen würde. Aber woran konnte er üben? Mein Blick fiel auf die Schafe und ich stellte eine Frage, die sehr zu meiner Überraschung ergab, dass meine Vermutung zutraf. Ich verstehe, was Sie meinen, Mr. Holmes. Sie haben alles erklärt mit einer Ausnahme. Wo war das Pferd? Doch, es war durchgegangen und einer der Nachbarn hat es versorgt. In dieser Hinsicht sollten wir Gnade walten lassen, denke ich. Sollten Sie Lust haben, in unseren Räumen eine Zigarre zu rauchen, Colonel, würde ich Ihnen gerne alle weiteren Details erläutern, die Sie interessieren. Thank you.